links und nach rechts. Siehst du, da können wir gleich ein Tänzchen machen. Ein Tänzchen mit dem Roboter, weil der Pflegedienst nicht kommt? Ist das die Zukunft? Die Realität ist nicht, dass da eben 24/7 eine Person für die pflegebedürftige Person da ist, sondern die sind halt 23 Stunden am Tag alleine. Überall fehlt Personal. In der Pflege, bei IT-Berufen oder auch im Handwerk. Was hilft gegen den Fachkräftemangel? Man hört noch ein bisschen quietschen, also wenn ich hier langsam bewege. Hinter diesen bayerischen Glasfassaden passiert etwas ganz Besonderes. Raphael Hostetler, Alona Karchenko und Jürgen Lippel entwickeln einen Roboter, der in wenigen Jahren gegen den Fachkräftemangel in der Pflege helfen soll. Diesen zu bekämpfen, ist für Raphael und sein Team eine Herzensangelegenheit. Ja, also wir haben alle von unserem Team Pflege irgendwo in unserer Vita drin. Also meine Mutter zum Beispiel war Krankenschwester und ist heute, macht sie Tagesbetreuung für demente Menschen. Das heißt, ich hatte das immer schon so miterlebt. 2020 lag der Bedarf an Pflegekräften bei 380.000. Bis 2035 werden jedoch bereits 500.000 gebraucht. Und das bei gleichzeitigem Rückgang von verfügbarem Personal. Also ich glaube, wir hätten keine Pflegekrise, wenn es genug Pflegekräfte gäbe. Und man versucht sich dem jetzt ein bisschen zu behelfen, dass man halt viel aus dem Ausland auch Pflegekräfte importiert. Und das ist ja eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, für die Länder, aus denen sie kommen, auch nicht ideal, weil denen jetzt die Fachkräfte abgezogen werden. Der sogenannte Robody soll in Zukunft in Wohnungen pflegebedürftiger Menschen einziehen. Medikamente und Essen bringen könnten zwei seiner Aufgaben sein. Dabei wird er von einer Pflegekraft ferngesteuert. Die muss dazu nicht in der Nähe sein. Sie kann ihn von zu Hause oder sonst wo auf der Welt fernsteuern. Momentan befindet sich das Team in der wichtigen letzten Testphase. Morgen gehen wir in ein Krankenhaus und testen mit Kindern. Ich bin sehr gespannt. Ja, danach gehen wir zu einer älteren Person. Wenn wir das Produkt wirklich in den Markt bringen wollen, dann müssen wir im Vorfeld testen, wie funktioniert es denn eigentlich wirklich im richtigen Kontext. Das heißt, wir gehen in ein Zuhause, testen da vor Ort. Seit 10 Jahren tüfteln die drei mit ihrer Firma Devantro an der Entwicklung des Robody. Jetzt hoffen sie endlich am Ziel zu sein mit einem alltagstauglichen Pflegeroboter. Ihre Vision ist es, dass eine Pflegekraft durch den Robody in Zukunft bis zu 5 Haushalte gleichzeitig betreuen kann. Das würde Fahrzeiten, Kosten und Personal sparen. Mittels einer Videobrille und 2 Joysticks wird der Robody gesteuert. Wenn Alona Karchenko die Brille aufsetzt, sieht sie über Kameras durch die Augen des Roboters. Wenn sie den Arm mit dem Joystick hebt, macht der Robody die Bewegung nach. Er gibt ihre Stimme und Bewegungen wieder, allerdings mit einer kleinen Verzögerung. Ja, scheint okay zu sein. Sehr schön. Noch reagiert er nicht ganz so, wie er soll. So. Ja, das hat 2 Sekunden jetzt gedauert. Die Box ist nicht mehr ganz da, wo sie davor war. Wenn du Roboter baust, musst du eine sehr hohe Frustrationstoleranz haben. Sonst machst du das nicht. Weil ich meine, es kann auf allen Ebenen schiefgehen. Ne? Software kann schiefgehen, Hardware kann schiefgehen, Elektronik kann schiefgehen und in den Zwischenleveln dazwischen halt auch. Täglich heißt es für die drei, immer wieder kleinste Kleinigkeiten zu korrigieren. Beim Test morgen muss die Steuerung einwandfrei funktionieren. Okay. The moment of truth. Stop. Stop. Better. Passt. Die Vase wäre noch drauf gewesen. Doch kurz bevor sie den Roboter für den Test am nächsten Morgen verladen wollen, streikt er.
Ja, wir waren eigentlich quasi schon so weit, dass wir jetzt gerade einpacken wollten. Und es ging vorher plötzlich das eine Rad nicht mehr. Und ja, jetzt kommt der große Spaß, rauszufinden, was los ist. Weil das kann die Hardware sein, das kann die Elektronik sein. Bist du dir sicher, dass es kein Softwareproblem ist? 90% sicher. Roboter reparieren unter Zeitdruck. Den dreien steht eine lange Nacht der Federsuche bevor. Nachts um 2:30 in der Backstube der Bäckerei Wippler. Muss ich sagen, wenn es länger sein soll, was so sein soll? Ein Müschen vielleicht länger, ja. Ein Müschen länger, gut. Hier werden täglich 7000 Brötchen und 600 Brote gebacken. Chef und Bäckermeister Andreas Wippler backt immer noch mit Leidenschaft selber. Auch wenn er nicht mehr ganz so routiniert ist wie früher. Im Moment ist es so, dass er mir was beibringt. Den Familienbetrieb führt er in vierter Generation. Der Fachkräftemangel bereitet auch ihm große Sorgen. So wie es seine Urgroßeltern gemacht haben, wird in seiner Bäckerei bis heute fast ausschließlich mit den Händen gearbeitet. Um den Familienbetrieb vor dem Aus zu retten, musste der Chef kreativ werden. Ein Teil seiner Strategie? Intensive Bindung der Mitarbeitenden und Social Media. Das Ziel für heute Nacht ist, einfach so ein bisschen mal wieder Teig in der Hand haben. Das ist das Ziel und nebenbei natürlich ein bisschen Social Media, weil da entstehen natürlich tolle Motive, tolle Situationen, die man natürlich einfangen kann. Werbung ist wichtig, denn im Handwerk fehlen weit mehr als 200.000 Fachkräfte. Entgegen dem Trend hat Andreas Wippler mittlerweile keine Probleme mehr, Auszubildende für seinen Betrieb zu finden. Ihr seht, wir haben einen ganzen Wagen voll zu machen und ich habe es eine Weile nie gemacht. Jetzt muss ich erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Mehrere Nächte im Monat hilft er in der Backstube mit, um nah dran zu sein an seinen Mitarbeitern. Das Bäckerhandwerk, für ihn eine Branche mit Zukunft. Ich bin überzeugt, dass es nach wie vor viele gibt, die den Beruf interessant finden. Aber die Bedingungen, die natürlich dann, wenn man den Beruf erlernt oder später ausübt, natürlich knallhart jeden Tag, muss man natürlich schon schauen, dass wir da irgendwo ein Stück weit uns verändern. Deshalb bietet Andreas Wippler seinen Auszubildenden zum Beispiel einen Blick über den Tellerrand an. Ab dem zweiten Lehrjahr können sie ein mehrwöchiges Praktikum bei einer Bäckerei im Ausland machen. Das ist eben der Vorteil am Bäckerberuf. Man kann überall in der Welt, und als deutscher Bäcker haben wir ein hohes Ansehen, überall auf der Welt im Grunde arbeiten gehen. Und das macht es ja auch wieder so interessant, ähnlich wie in der Gastronomie. Kriegt man eigentlich überall auf der Welt einen Job. Azubi William Janetz ist im dritten Lehrjahr und war für 6 Wochen in Bordeaux. Dort wird viel mit Schokolade gebacken. Heute Nacht will er das erste Mal ein Rezept ausprobieren, das er in Frankreich gelernt hat. Also ich mache jetzt Pain au Chocolat erstmal direkt, beziehungsweise Chocolatier. Das habe ich jetzt direkt aus meinem Betrieb, in dem ich war in Frankreich. Hab noch mal ein bisschen meine Feinheiten dazugefügt. Jetzt lassen wir das Ganze laufen und schauen dann, wie es wird. Die Bäckerei profitiert von dem Austauschprogramm, auch wenn der Auszubildende für ein paar Wochen fehlt. Zum einen natürlich die Zeit, die er zur Verfügung stellen muss, aber eben dann auch den Azubi sozusagen begleiten und natürlich dann auch wirklich ernsthaftes Interesse, was ist jetzt draus geworden und dass es dann hier im Betrieb wieder einbringen kann, was natürlich dem Betrieb auch wieder absolut einen Vorteil verschafft. Ist halt noch ein bisschen, es reißt halt recht schnell so. Die nächsten Stunden darf sich William ausführlich um seine Schokolatinen kümmern. Bis 6 Uhr morgens müssen die Schokocroissants fertig sein. Alexandra Martin-Arkos ist auf dem Weg von ihrem Wohnort Frankfurt nach München. Sie stammt aus Mexiko, ist 35 Jahre alt und hat seit Jahren Probleme, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Rund 7,4 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter, aber ohne deutschen Pass, leben aktuell in Deutschland. Darunter sind viele, deren Talente bisher ungenutzt bleiben. Alexandra Martin-Arkos ist hochqualifiziert.
Wegen einer Anstellung bei einer deutschen Firma zieht sie vor ein paar Jahren von China hierher, bekommt in Deutschland einen Sohn. Ihr Partner trennt sich von ihr. Nach dem Mutterschutz ist dann auch plötzlich ihr Job weg. Ich mache alles für mein Kind, weil mein Kind ist hier in Deutschland geboren von einem deutschen Papa, so er hat einen deutschen Reisepass und er hat keinen mexikanischen Reisepass. Das bedeutet, dass ich muss hier bleiben, wenn ich möchte mit meinem Kind zusammen sein. Die Arbeitsagentur bietet ihr trotz Managementstudium jahrelang nur gering qualifizierte Jobs an. Alexandra lehnt die Angebote ab. Ich brauchte ein Overview von der Situation und jemanden, das könnte mich richtig sehen, richtig analysieren und denken, okay, du fitst hier. Und hier hat sie diese Hilfe gefunden, bei Social Bee in München. Das Sozialunternehmen ermöglicht Zugezogenen wie ihr und auch Geflüchteten den Einstieg in den Arbeitsmarkt mit eigenen Ausbildungsprogrammen. Hi Alexandra, komm rein. Gut, und selbst? Schön, dass du da bist. Alexandra hat einen Platz in einem dieser Programme bekommen, dem Female Accelerator Program. Wie war die Fahrt? Ja, alles gut, alles gut. Über dieses Frauenförderprogramm konnte ihr Betreuer Michael Fahn ihr inzwischen einen Ausbildungsplatz vermitteln. Wir sind unter viel Druck. Es ist stressig. Ja, verstehe ich. Das Programm richtet sich speziell an Frauen. Denn beispielsweise unter den Geflüchteten finden nach 6 Jahren 67% der Männer Arbeit, aber nur 23% der Frauen. Wir haben versucht, Teams, Tandem, lernen in Tandem. Und das hat funktioniert für mich, für die letzte Zertifikat. Seid ihr dann zusammen auf Englisch oder auf Deutsch, wenn ihr im Tandem seid? Wir versuchen unser Bestes auf Deutsch zu machen. Sehr cool. Yeah. Ich hatte, ja, internationale Erfahrung. Ich hatte meine Zertifikationen von meinem Land und die anderen Länder, dass ich gearbeitet hatte. Aber ich habe nicht die richtige Papier, einen Job in Deutschland zu haben. Genau diesen Menschen nimmt sich dann Social Bee an und ergänzt damit die Möglichkeiten der Arbeitsagentur. Denn dort fehlt es oft an Personal und Zeit, um für wirklich jeden Fall eine Lösung zu finden. Das ist ein Programm, das sich öffnet für Frauen mit einem Migrantenhintergrund, aber auch Flüchtlinge. Ob eingewandert oder geflüchtet, ob gut ausgebildet oder nicht, für die Programme von Social Bee ist das egal. Jede Arbeitskraft zählt im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Es gibt ja sehr viele Unternehmen, die einfach nach Fachkräften suchen. Und gleichzeitig gibt es so viele Flüchtlinge und MigrantInnen da draußen, die auf eine Chance warten. Und ich habe jetzt gemerkt, wenn die Leute eine Chance kriegen in den Berufseinstieg, zumindest hier, solche Leute entwickeln sich dann zu den loyalsten MitarbeiterInnen, die man überhaupt sich erträumen kann. Also von daher, glaube ich, ist es eine sehr wichtige Arbeit, die wir hier machen. Ich fühle mich unterstützt und auch nicht so allein. Alexandra hat sich mit ihrem Betreuer zurückgezogen, um ihre persönliche Situation zu besprechen. Denn auch bei der Integration wird sie begleitet. Ja, wie ist dein Energielevel momentan? Wir haben das letzte Mal über Stress geredet. Oh, du weißt, dass ich nicht so gut mit Stress bin. Weil, ja. Sie steht vor vielen Herausforderungen. Aktuell ist es die Belastung durch die Ausbildung. Sie muss Sprachbarrieren überwinden und sich um ihr Kind kümmern. Und ich fühle mich sehr glücklich, dass ich habe bemerkt, dass ich habe eine große Fortschritte auf Deutsch gemacht. Okay. Und natürlich, ich könnte das nicht machen ohne Kinderbetreuung. Ja. Der Mexikanerin helfen Entspannungsübungen. Social Bees Bemühungen gegen den Fachkräftemangel sind nur erfolgreich, wenn Menschen wie Alexandra Martin Arcos auch nach der Ausbildung ihre Arbeit behalten. Meistens klappt das. Rund 80% der von Social Bee vermittelten Zugewanderten und Geflüchteten bleiben langfristig in ihren Jobs. Das Programm findet überwiegend online statt. Allzu oft muss Alexandra also nicht nach München. Nach 14 Monaten schließt sie die Ausbildung als IT-Projektmanagerin ab.
Vielen, vielen Dank und dann gerne. Bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Es ist immer sehr useful, mit Michael zu sprechen. Ich fühle mich sicherer und wir haben über viele Probleme gesprochen. So jetzt, ich gehe nach Frankfurt. Ich muss in die Arbeit gehen. So, ich benutze alle Dinge, die ich habe mit Michael gesprochen, jetzt in der Arbeit benutzen. Vor 3 Monaten hat sie Social Bee hierhin vermittelt, zu PwC Deutschland nach Frankfurt. Die internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beschäftigt allein in Deutschland rund 13.000 MitarbeiterInnen. Doch es ist nicht einfach, neue Fachkräfte zu finden und auch zu halten. Der internationale Hintergrund von Alexandra Martin-Arcos ist für das Unternehmen von großem Vorteil. Sie hat schon in China gearbeitet. Fließend Englisch spricht sie sowieso. Durch ihre Muttersprache Spanisch hat sie noch eine wertvolle Zusatzqualifikation. Die Teilnahme am Frauenförderungsprogramm von Social Bee wird überwiegend von teilnehmenden Unternehmen finanziert. Für Birte Stegmann von PwC ist es gut investiertes Geld. Unsere Erfahrungen mit dem Female Accelerator Programm von Social Bee sind sehr gut, weil wir auch schon zum zweiten Mal dabei sind. Und insbesondere schätze ich oder schätzen wir die Betreuung durch Social Bee, sowohl der Talente, aber auch der Vorbereitung für uns als Unternehmen. Die Personalkosten, die dadurch entstehen, sind nicht höher als das, was wir normalerweise an Personalkosten haben. Alexandra Martin-Arcos, zugewandert, alleinerziehend, von der Arbeitsagentur unterschätzt. Sie ist, wie viele andere auch, wichtiger Teil einer Lösung gegen den Fachkräftemangel. Ihre Talente werden hier gebraucht. Der Robody ist vor dem Josephinum-Krankenhaus in Augsburg angekommen. Ist er startklar? Ja, klar. Ha? Alles wieder bestens. Raphael Hochstädtler und sein Robody-Team haben es geschafft. Der Roboter ist repariert. Die halbe Nacht haben sie daran gesessen, ihn für die Kinderstation flott zu machen. Schlimmste Fall. Ja, das ist irgendwie spontan, was nicht funktioniert wieder. Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel das andere Motorboard jetzt plötzlich auch noch abbrauchen würde, wie gestern, dann wäre natürlich blöd, weil dann kann er nicht mehr rumfahren. Das wäre natürlich sehr schade. Im Josephinum gibt es bisher kaum automatisierte Pflege. Kinderkrankenschwester Cordula Schöne setzt große Hoffnung in die neue Technik. Was dann quasi wirklich körperliche Arbeiten sind, die kann er sicherlich übernehmen oder unterstützen zumindest. Cordula Schöne soll den Roboter gleich steuern. Mit Alona Karchenko übt sie schon mal die Begrüßung. Der Roboter gibt auch ihre Stimme verzögert wieder. Hallo. Freut mich wieder. Hallo, ich bin die Cordula. Hi, ich bin Alona. Ja. Es funktioniert. Nach nur wenigen Minuten kann Cordula Schöne schon viele Bewegungen des Roboters mit den beiden Joysticks ausführen. Zusammen mit Kinderärztin Jessica Esslinger wird sie gleich eine Testvisite mit dem Roboty machen. Ob es wohl in Zukunft möglich sein wird, dass der Roboter Pflegepersonal bei Untersuchungen ersetzt? Wenn man jetzt von einfachen Messungen ausgeht, Temperaturmessung, kann er sowas? Also man könnte sich so wenig vorstellen, dass man einen Sensor verbaut, der Temperaturen misst. Das würde dann über Distanz auch gehen. Los geht's mit der Testvisite. Cordula, schön, dass du mich begleitest auf Visite. Wie geht's denn Jonas denn heute Morgen? Soweit ganz gut. Soweit ganz gut. Okay, super. Dann lass uns mal reingehen. Alles klar. Alles klar. So. Cordula kommt mit. Nein, die echte Cordula bleibt draußen. Stattdessen steuert sie ihre robotische Vertretung ins Zimmer. Ich habe die Cordula mitgebracht, die kennst du ja schon, die Krankenschwester, gell? Und die ist heute nämlich einmal verkleidet und hilft mir bei Visite, okay?
Cordula, wir müssten später bitte noch mal Physiotherapie anmelden dann. Kannst du mich da noch dran erinnern? Noch funktioniert alles etwas holprig. Der Roboter ist aber schließlich noch im Prototypstadium. 2025 soll er fertig sein und auf den Markt kommen. Während der Robody scheinbar nur rumsteht, misst er über den großen runden Sensor lebenswichtige Werte von Jonas. Auf dem Bildschirm sieht man die Auswertung. Das funktioniert auch auf die Distanz schon ganz gut. Darmgeräusche überall, verstanden, regelrecht. Zur Sicherheit misst die Ärztin lieber noch mal nach. Nach 15 Minuten ist Zeit für ein erstes Fazit. Also ich meine, man merkt schon noch, dass das Ganze in den Kinderfüßen steckt. Aber gerade wenn man so an telemedizinische Sachen denkt oder wie gesagt, Rückfrage an den Oberarzt, finde ich, hat es interessante Perspektiven. Medikamente und Essen bringen, Blutdruck oder Herzschlag kontrollieren, Informationen übermitteln, alles mögliche Einsatzgebiete. Die Patienten auf der Station wünschen sich aber vor allem eines von dem Roboter. Ein Mittel gegen die Langeweile. Also manchmal bei mir zu Hause im Keller boxe ich und es wäre so vielleicht ganz cool, wenn der boxen könnte, ohne so kaputt zu gehen vielleicht. Ein wichtiger Erkenntnisgewinn. Neben den praktischen Aufgaben soll der Robody ja auch von allen gemocht werden. Es war sehr gut, diese Akzeptanz zu sehen. Also hier die Angestellten können sich vorstellen, dass solche Technologie im Krankenhaus eingesetzt werden kann. Und ja, das hat mich sehr viel gefreut. Und auch sehr gut so in reale Tests, also was sind die Probleme und daran müssen wir weiterarbeiten. Die drei machen sich auf zu einem zweiten Praxistest. Wie schlägt sich der Robody bei einer Seniorin zu Hause? So, jetzt gibt's italienische Woche hier. Action. Unser Panino. Das ist doch gleich wieder was für Social Media. Um 5 Uhr morgens ist in der Backstube immer noch jede Menge zu tun. Und das Social Media Team der Bäckerei Wippler ist mit dabei. Zeit für neue Videos. Auch Öffentlichkeitsarbeit hilft dabei, neue Fachkräfte zu werben. Service-Mitarbeiterin Theresa Schuster wird 2 Tage im Monat freigestellt, um die neuesten Kreationen der Bäckerei in den sozialen Medien vorzustellen. So wie die Schokolatine von William. Hey, ich bin William. Ich wollte euch heute zeigen, wie ich die Schokolatine hergestellt habe. Die Butter habe ich wie im... Gerade die handwerklichen Berufe, man merkt ja, dass es immer weniger wird und man muss dort einfach dranbleiben. Azubis generieren, neue Mitarbeiter, man kann so viel von seinem Unternehmen zeigen, was ganz viele gar nicht wissen. Und sich denken, oh cool, das wollte ich auch schon mal machen. Oder danke für das Rezept. Das ist eigentlich schon eine Chance für alle, für jedes Unternehmen. Also auch übers Handwerk hinaus. Kurz vor 6 Uhr sind die Schokocroissants bereit für den Backofen. Ich bin so sehr zufrieden durch die schöne Blätterung. Bräunt gerade auch schön. Und jetzt geht's in die finalen Minuten. An anderer Stelle werden noch die letzten Paninis vorbereitet. Dann ist auch für die beiden Azubis aus dem ersten Lehrjahr, Mike Schäfer und Sebastian Münch, Zeit für eine Pause. Sie wohnen in der Azubi-WG, die Chef Andreas in seiner Bäckerei seit ein paar Jahren zur Verfügung stellt, direkt über der Backstube. Hier in unserer Azubi-WG hat jeder so ein kleines Zimmer, wo wir schlafen und halt so unsere Abende verbringen. Ja, richtet man sich so ein bisschen gemütlich ein. Das mit den Nachtsaufstehen, das war am Anfang eine enorme Umstellung. Also nicht nur das Nachtsaufstehen, sondern auch noch das von zu Hause wegziehen und dann von der Schulbank noch in die Backstube und dann halt direkt nachts. Ist es schon gut, dass man in eine Azubi-WG kommt, wo vielleicht auch schon Azubis wohnen, die schon 2-3 Jahre als Bäcker arbeiten, die auch so ein paar Tipps für dich haben. Hier, versuch mal so zu schlafen oder so und dann wirst du ganz gut aufgenommen. Die Miete in der WG ist günstig und die Azubis sparen sich den Weg zur Ausbildungsstätte. Wegen einer Azubi-WG wird niemand Bäcker lernen. Aber wenn es der entscheidende Punkt ist, der Unterschied, den ich machen kann, vielleicht zu einem anderen Ausbildungsbetrieb, dann ist ja das genau das, was ich erreichen will. Andreas Wipplers Betrieb wirbt Fachkräfte mit vielen kleinen Ideen und hat mit Azubi-WG, Austauschprogramm, Präsenz in sozialen Medien und einem guten Betriebsklima schon viel erreicht. Die Abbrecherquote im Bäckerhandwerk liegt im Durchschnitt bei 60%. Bei der Bäckerei Wippler dagegen sind in den letzten Jahren alle Azubis geblieben. Und am Ende des Tages, ja, muss man halt versuchen natürlich das Feuer, was man unbedingt braucht für den Beruf, weil ohne Leidenschaft funktioniert es nicht.
dass man das eben entfachen oder überhaupt übermitteln kann. Super, schöne Blätterung, finde ich gut. Schön, schön. Mir gefällt das. Und bist du zufrieden? Optimal. Für Andreas Wippler geht um 7 Uhr morgens eine lange Nacht in der Backstube zu Ende. Er konnte seine Traditionsbäckerei mit attraktiven Anreizen für den Nachwuchs retten. Eine Chance auch für andere Handwerksbetriebe. Hi, servus, hi, hi. Sehen. Wir sind hier mit Robody und allem drum und dran. Cool, der Test, voll gut. Die Crew ist bereit für den 2. Praxistest des Tages. Ja, jetzt ist der Zuhause-Test. Sind wir sehr gespannt. Die Idee ist wirklich mal nachzustellen, wie es ist, eine Person alleine mit dem Robody in einem Raum und dann die unterschiedlichen Szenarien durchspielen und mal gucken, wie das ankommt. Testperson Sabine Lang lebt alleine in einer großen Wohnung. Sie selbst hat jahrelang als Pflegerin gearbeitet. Gestresste Pflegekräfte und zu wenig Betreuung. So will sie auf keinen Fall ihre letzten Lebensjahre verbringen. Um zu sehen, wie der Robody sich schlägt, ist auch ihre Familie zu Besuch gekommen. Ich habe heute schon Angst, wer weiß, wo ich mal sitze, in welcher Ecke oder so. So, das machen wir mal an. Beim Zuhause-Test geht es darum, in einer möglichst realen Situation herauszufinden, wie gut sich der Pflegeroboter in einer neuen, unbekannten Umgebung bedienen lässt. Dann springe ich jetzt mal rein. Oh, hallo. Hallo, ich komme mal vorbei, Moment. Hi, ich bin der Raphael und ich steuere heute diesen Robody. Ich will dir mal die Hand geben, hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Danke, gut, und dir? Ja, Sabine, es freut mich sehr. Also ich bin heute für dich da und steuere diesen robotischen Körper. Das heißt, egal was du von mir brauchst, ich versuche es dir zu ermöglichen. Und wenn ich es nicht kann, dann sage ich dir einfach, dass das nicht geht. Raphael Hochstädtler bleibt im Nebenzimmer, während der Roboter sich um Sabine Lang kümmert. Wir können auch mal versuchen, ein bisschen Aktivierungsübungen zu machen. Moment, ich stelle mich hier so ein bisschen an die, dass ich hier nichts anbetsch. So, genau. Oder so, ich halte mich. Ja, wunderbar. Deine Hände. Ja, das ist doch perfekt. Oder so, super. Genau, so. Und dann? So, und dann probieren wir mal so ein bisschen nach links. Links. Und nach rechts. Siehst du, da können wir gleich ein Tänzchen machen. Das ist, ja, da fehlt eigentlich nur noch die Musik. Ja. Genau, und so kann man sich ganz einfach auch so ein bisschen zur Bewegung verschaffen. Ja, ja, man sitzt doch. Und ein bisschen aktivieren. Man sitzt dann doch viel rum, aber das Feine, das ist echt toll. Du, Raphael, was hältst du von der Idee, wenn du mir was zum Essen machst? Ja, das kann ich mal machen. Danke. Prima. Banane? Ah, Banane ist super. Ja, wunderbar. Bitte schön. Danke. Okay. Im Moment kann der Roboter Essen nur überbringen. Irgendwann soll er aber auch etwas in der Mikrowelle warm machen können. Hat der Robody die Erwartungen seines Schöpfers erfüllen können? Ja, super. Es hat alles funktioniert. Sie fragt nach extrem sinnvollen Dingen. Auch wenn Sabine Lang im Moment noch alles selbst machen kann. Sie kann sich ein Leben im Alter mit einem Robody vorstellen. Also ich persönlich finde es super. Es ist eine wunderbare Alternative, als wie wenn gar keiner da wäre. Ja, und das fände ich schon sehr wichtig, dass man nie alleine ist im Alltag. Roboter werden in Zukunft einfache Pflegearbeiten übernehmen können und damit den Fachkräftemangel lindern. Doch für Nähe und Empathie werden auch weiterhin die Menschen zuständig sein.